Hallo, meine Lieben. Solche lustige kleine Küken möchte ich ganz gern mit euch basteln. Dafür braucht man gar nicht viel, außer einer gelben oder orangen Wolle, ein bisschen roter Filz oder Moosgummi oder Papier, auch in Orange. Wackelaugen, wenn ihr wollt, aber die kann man auch aus Pappe machen. Einfach einen kleinen runden Kreis und den schwarz anmalen, vielleicht noch ein Zierband. Und dann können wir solche lustigen Küken selber zusammen basteln. Für unser Küken, was wir jetzt fertigen wollen, brauchen wir erstmal eine Pommel in der Größe der Schablone, die ich euch schon gezeigt habe, wie die gemacht werden. Dann sage ich euch die Größe. Der Durchmesser ist 6 cm und das Innenleben sind 2,5 cm zur großen Pommel. Und für die kleine Pommel brauchen wir den Durchmesser von 4,5 cm und das Innenleben von 1,5 bis 1,8 cm. Und dazu brauchen wir dann eine gelbe Wolle fürs Küken. Oder ich habe ja auch eine ganz tolle andere Wolle gefunden. Die ist in Orange mit so kleinen Franzeln dran. Das sieht auch ganz toll aus. Natürlich könnt ihr auch kombinieren. Und dann könnt ihr gelb erst wickeln, dann orange, dann wieder gelb drauf. Das liegt ganz bei euch, wie ihr das machen wollt. Und wie gesagt, und zwar braucht man immer zwei. Das ist eine ganz normale Pappe. Und dann, also ich nehme ganz gern immer so ein Verpackungsding. Und das ist wirklich eine richtig schwere Pappe, die ist klasse dafür. Dann suche ich mir meistens, also ihr könnt das gern mit einem Zirkel machen, aber ich suche mir ganz gern dann immer so ein Glas oder irgendwas. Mach meinen ersten Kreis. So, dann messe ich euch mal nach, wie viel Zentimeter das wären. Da haben wir einen Durchmesser von 6 cm. Und dann braucht man natürlich noch einen kleineren in der Mitte, weil wir wollen ja eine dicke Bommel haben. Und dann nehme ich so ein Käppchen von einer Flasche oder so. Und das wäre schon eine Vorlage. Die muss man innen und außen aufschneiden. Und dann hat man schon seine Pommelgröße. Also wie gesagt, wir brauchen diese Kreise zweimal. Wir legen sie übereinander. Und dann nehmen wir eine Wolle, die uns gefällt. Ich habe hier mal eine gelb genommen, das sieht man dann am besten. Und dann machen wir es uns ein bisschen einfach. Wir wickeln uns erstmal eine ganze Weile ab. So, dann können wir gleich den Faden doppelt nehmen. Dann brauchen wir nicht ganz so viel wickeln. Wir nehmen uns den doppelt. So, und dann nehmen wir uns den Kreis, halten es gut fest. Am Anfang müssen wir den Anfang ein bisschen mehr umwickeln, damit er jetzt nicht wegrutscht. Man kann auch mal einen Tesa nehmen und kann vielleicht ein bisschen festkleben, aber es geht auch so. Und jetzt wickeln wir als rund herum. Wenn der Faden zu Ende ist, dann nehmen wir den nächsten dazu. Weil ich würde es nicht, also das ist jetzt ungefähr 1,20 Meter, die ich doppelt genommen habe. Wenn man mehr nimmt auf einmal, kann man ganz schnell sich Knoten einfangen. Und das wickeln wir jetzt als rundherum. Und wenn der erste Faden fertig gewickelt ist, dann zeige ich euch, wie wir den nächsten Faden ansetzen. Der erste Faden ist jetzt umwickelt auf unseren Pappschablonen. Dann haben wir hier ja die Schlaufe von dem doppelt genommen. Ne? Und dann tun wir einfach den Faden durchziehen, machen uns wieder doppelt. Ja, schön ordentlich, dass wir keinen Knoten drin haben. So, und dann wickeln wir als weiter. Als weiter, dass es so dick ist, dass wir kaum noch hier dann die Finger durchbekommen, um den Faden zu wickeln. Als rundherum. Und dann zeige ich euch, wie wir
die Pommel dann aufschneiden und verknoten. Wir haben jetzt die Schablone so weit wie möglich umwickelt, schön gleichmäßig rundherum. Das ist jetzt der Faden, der übrig geblieben ist. Legen wir erstmal hin. Dann brauchen wir einen Faden zum Verknoten. Lieber ein bisschen großzügiger hingelegt, gleich mal doppelt. So. Dann halten wir unsere Schablone gut fest, genau da, wo der offene Faden ist, und machen das so ein bisschen auseinander. Wir suchen uns jetzt unsere Schablone, da kommt sie raus. Und dann müssen wir mit der Schere zwischen die beiden Pappscheiben kommen und fangen dann an aufzuschneiden. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir erstmal dazwischen sind, geht's. Vielleicht die Frage, warum man das nicht mit dem Messer macht. Erstmal wäre Messer eher säbeln statt schneiden. Und wenn man da einmal abrutscht, also ist die Verletzungsgefahr wirklich groß. So, und dann müssen wir aufschneiden. Ihr seht, das geht so. Wir halten wirklich gut unser umwickeltes fest und gehen rundherum. Immer schön dazwischen. Das dauert eine Weile, aber es funktioniert. Und je mehr aufgeschnitten ist, desto einfacher wird es dann. Immer zwischen die zwei Scheiben gehen, mal auseinanderbiegen. Dazwischen gehen und aufschneiden. Mit einer kleinen Schere geht es am besten. Ihr könnt sogar eine Nagelschere mal probieren, wenn die so richtig schön scharf ist, weil die sehr spitz ist. Und dann kommt man wirklich am besten dazwischen. Auch so eine Silhouettenschere, so eine kleine Spitze geht wirklich gut. So, und dann schneiden wir auf. Immer schön die Hände drehen, schön im mittleren Loch zuhalten. Und dann zeige ich euch, wie es verknotet wird. Jetzt ist die Pommel schön aufgeschnitten. Ihr seht, wie toll das schon aussieht. So, vorsichtig. Nehmen wir jetzt unseren Faden. Wirklich macht den doppelt, weil man muss feste ziehen, damit das hält und nicht, dass der uns dann reißt. Und die ganze Mühe war umsonst. Dann gehen wir zwischen die zwei Scheiben mit unserem Faden. So, drehen es bis nach vorne, dann machen wir eine Schlaufe und ziehen es gut fest. Gut festziehen. So, und dann machen wir auf jeden Fall noch mal Knoten drauf oder zwei, drei. Eins, zwei. So, und jetzt holen wir die Pommel raus. Schütteln die mal ein bisschen aus. Da ist der Ansatz von unserem Faden wechseln. Den schneiden wir ab und ihr seht, wie cool das so eine Bommel aussieht. Und die habt ihr handgemacht. Da guckt auch noch was raus. Ein bisschen in Form kann man sie noch schneiden. Und ihr müsst darauf Acht geben, also wenn ihr vielleicht doch mal zu viel gewickelt habt und ihr kriegt es nicht raus, dann schneidet einfach die Hälften auf. Und jetzt können wir ja später nochmal mit dem Teser wieder zukleben und dann kann man sie wieder benutzen. Ich habe jetzt die zweite Pommel gewickelt auf die kleinere Schablone. Jetzt schneide ich sie wieder auf. Wie gesagt, ein bisschen auseinander machen und zwischen die zwei Schablonen gehen mit der Schere und aufschneiden. Rundherum aufschneiden, in der Mitte gut festhalten. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht, wenn es aufgeschnitten ist. Guckt, geht ganz einfach da dazwischen und dann brauchen wir auch gar nichts kaufen. Mit Pappe, Schablonen geht das wunderbar. So, es ist gleich aufgeschnitten. Gut, festhalten in der Mitte, das ist immer das Wichtigste. Yeah.
legen wir es uns hin, nehmen den Faden wieder doppelt, weil es muss schon festgezogen werden, dann gehen wir dazwischen. Ziehen es uns rundherum, machen einen Knoten oder eine Schlinge, ziehen es ganz feste und machen noch ein, zwei Knoten darüber. Eins, zwei. So, ist die kleine Pommel fertig, jetzt machen wir es auf. Und schütteln es ein bisschen aus. Gucken, was übersteht. Das sind meistens unsere Anfänge. Schneiden wir ab. So. Die Seite. Dann nehmen wir die große Pommel und die kleine Pommel und verknoten die einfach mit den Enden. Seht ihr? So einfach verknoten. Und schon haben wir das Grundgerüst für unser Küken. Die Bänder können wir erst noch mal hängen lassen. Vielleicht wollt ihr ja noch eine schöne Schleife um den Hals herum dann haben. So sitzt das schon. So, seht ihr, ne? Dann habe ich dann mal zwei Wackelaugen besorgt. Man kann aber auch wirklich nur ein Stück Pappe nehmen, es kreisrund ausschneiden und einen schwarzen Punkt versehen, dann hätte man das auch. Man muss keine Wackelaugen kaufen. Ich hatte noch zu Hause. So, die kleben wir jetzt auf. Ich nehme einen Heißkleber. Ihr könnt aber auch einen Flüssigkleber nehmen. Aufpassen, heiß. Und kleben die Wackelaugen an. Eins. Zwei. Jetzt brauchen wir noch einen Schnabel. Ich nehme dazu einen Filz. Ihr könnt aber auch nur oranges Papier nehmen. Ihr könnt euch ein weißes Papier nehmen, anmalen. Ihr könnt ein Moosgummi nehmen. Da brauchen wir ganz wenig von. Wir schneiden uns einfach so einen schmaler Streifen ab. So. Sieht, das ist ganz klein. Dann knicken wir den in die Mitte. Dann schneiden wir einfach da spitz zu, da spitz zu und in dem Knick von unserem Schnäbelchen geben wir den Kleber an und das kleben wir jetzt als Schnabel so auf. Und schon ist das Schnäbelchen dran. Seht ihr, wie süß das aussieht. So, und jetzt könnten wir da noch eine Schlaufe machen von einem Schmuckband, wenn ihr wollt. Das muss nicht sein, das kann man machen. Ich habe hier so ein braun gepunktetes. Das legen wir einfach zusammen. So. Und in der Mitte runter. Und dann nehmen wir unser Küken und verknoten das einfach. So. Und nochmal einen Knoten drüber hin. So. Schön in Form gezogen. Wie gesagt, muss sein, braucht man nicht. Und dann schneiden wir es ab. So, und dann wäre ein kleines Küken fertig. Wenn ihr natürlich sagt, ich möchte noch ganz gern Flügelchen haben oder Füßchen, die können wir auch noch dran machen. Dann nehmen wir wieder unseren Filz, schneiden uns rechteckig ein Teil ab. Falsche Schere, die schneidet nicht. So. Dann nehmen wir das wieder doppelt. Diesmal schneiden wir es hinten auf. So. Und dann schneiden wir uns zwei Flügelchen. Das geht wie ein Herz. Nur
dass wir oben her 3 Rundungen schneiden. 2 und dann die dritte. Und komm unten wieder spitz aus. So, das wäre unser Flügelchen. Es ist wichtig, dass wir unten spitz auskommen. Und wir kleben auch nur die Spitze fest. Seht ihr so? Und so. Dann werden die Flügelchen dran. Man muss es nicht, es sieht auch anders süß aus. Und dann könnten wir noch die Füßchen gleich schneiden. Ein bisschen schmäler dann. Auch wieder. Solch ein Rechteckteil. Wir schneiden es in der Mitte auf und machen jetzt im Endeffekt dasselbe wie mit den Flügelchen. Nur ein bisschen kürzer. So, und kommen dann auch schräg aus. Das sind jetzt unsere Füßchen. Die setzen wir uns nebeneinander. So, machen den Kleber an die Spitze. So geht es am einfachsten, so nebeneinander setzen. Und dann einfach das Küken drauf. So. Und schon habt ihr selber ein Küken aus Pommeln gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So, und aus den anderen Pommeln mit dieser Kruspelwolle kann man genau das gleiche machen. Zusammenknoten, ein bisschen in Form schneiden. Man muss nicht immer nur gelbe Wolle nehmen, es geht auch diese Wolle. Nur muss man dann die Teile vom Schnabel und von den Flügeln und von den Füßchen in Gelb nehmen oder in Rot. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann zeige ich euch im nächsten Video, was man jetzt alles mit solch einem Küken basteln kann. Liebe Grüße! Hallo meine Lieben, diesen wilden Kükenhof, Kükenstall oder Kükenspielplatz würde ich ganz gern mit euch basteln. Wenn ihr meine Küken schon kennt aus dem anderen Video und die gebastelt habt, da gibt es ein extra Video drüber, einmal über die gelben Küken und dann nochmal über das Hängeküken im Baum, dann könnt ihr auch gerne noch diesen Spielplatz mit mir basteln oder diese Tollburg. Und dann zeige ich euch doch gerne, wie einfach das geht, ohne viel Material. Und dann hoffe ich, es gefällt und ihr bastelt mit mir. Für unsere Kükenwiese, Kükenfreilauf, Kükenstall brauchen wir erstmal ein paar Küken. Das Video dazu hatte ich euch ja schon gezeigt, wie die zu basteln sind. Vielleicht schaut ihr da nochmal extra rein. Ich habe schon mal ein paar vorbereitet. Dann habe ich hier solch eine Holzkiste. Und zwar war das mal eine Verpackung. Die gibt es auch zum Beispiel beim Obst. Ein bisschen kleiner, ein bisschen größer zum Keramikverpacken. Oder man kann solche ähnlichen auch kaufen. Dann brauchen wir einen guten Kleber. Ich nehme einen Heißkleber. Ihr könnt aber auch einen Kraftkleber nehmen. Bloß der muss auf beide Stücke, also das heißt Äste und Kiste, aufgetragen werden. Normalerweise dann 10 bis 15 Minuten muss der antrocknen und dann kann man es machen. Mit Heißkleber geht es aber einfacher. Oder ihr nehmt einen Flüssigkleber, dann müsst ihr aber jede Seite länger liegen lassen. Als Untergrund habe ich wieder ein Backpapier. Das geht am einfachsten. Und dann legen wir einfach mal los. Ich habe schon mal eine Seite gemacht. Wir nehmen einfach unsere Kiste, legen sie auf die Seite, so wie wir es brauchen. Dann habe ich hier ganz wild Äste von draußen einfach nur
in kleine Stücke gebrochen. Da könnt ihr alles Mögliche nehmen, was ihr so findet. Mal dicke, mal dünne. Und dann geben wir wirklich richtig viel Kleber an. Und kleben unsere Äste wirklich ganz wild darauf. Ihr müsst nur aufpassen, dass die untere Kante wirklich bündig ist oder ein bisschen kürzer sogar, dass es sich gut aufstellen lässt. Und dann nehmen wir wirklich die Äste und als kleben. Die Länge ungefähr, mal kürzer, mal länger, mal dicker, mal dünner. Und das machen wir jetzt rundherum. Ihr seht, ich habe ganz unterschiedliche Äste. Und das wirkt dann wirklich ganz, ganz toll. Und eigentlich kostet es im Moment außer Kleber gar nichts, wenn man diese Verpackungskiste hat. Alles weitergeklebt. Zwischendurch noch mal ein bisschen Kleber angegeben. Und dann kleben wir einfach mal rundherum unsere Kiste dann an. Ich zeige euch gerade noch mal einen Zwischenschnitt. Also die Seite ist fertig, dann ist die Seite fertig und dann legen wir es wieder auf die Seite und kleben uns die anderen beiden Seiten noch mit den Ästen zusammen. Noch mal ein anderer Tipp, falls ihr keine Äste findet. Es gibt auch einfach so Holz-Eisstiele, die wir normal im Eis drin haben, die abgerundet sind. Die gibt es im Euro Shopladen für 1 Euro und die kann man auch wunderbar rundherum kleben. Da gibt es einen 50er Pack und 100er Pack. Das könnte man auch als Alternative machen. Oder einfach nur Rindenstücke, breite Rindenstücke angeklebt, sieht auch toll aus. Und schon wäre solch eine schöne Dekokiste für alle möglichen Gelegenheiten fertig. So, rundherum sind jetzt die Äste geklebt, es ist trocken, es ist fertig. Hier könnte man den auch dran kleben. Und dann fangen wir an mit dem Ausdekorieren. Dazu habe ich mir erst nochmal verschiedene Äste genommen. Die habe ich zusammengebunden, einfach mit einem Bastfaden. Und die stelle ich mir in eine Ecke hinein. Dazu nehme ich dann einen Draht, so ein dunkler Draht, der fällt dann gar nicht auf und fixiere ihn damit an dem Körbchen. Einfach auf einer Seite durch, um den Ast gewickelten auf der anderen Seite wieder festgemacht. Der Ast ist jetzt mit dem Draht fixiert und ich gebe da einfach nochmal ein bisschen Kleber ein in die Ecke und drück vielleicht noch mal einen Ast oder Ästchen in den Zwischenraum, damit das richtig gut hält. So. Als Grundlage habe ich hier Dekogras. Das möchte ich ganz gern unten rein tun, dass man ein bisschen rausguckt. Darauf kommt eine Lage Moos. Schön hinein, wie so ein kleines Nest. So. Dann habe ich mir noch besorgt 2 Keramikpilze, die wollte ich ganz gern mit einbringen. Und die klebe ich mir hier in die Ecke hinein. So. In den Hintergrund. So, und dann als Deko-Element habe ich mir noch so kleine Herzchen besorgt. Die klebe ich nach vorne auf unseren Zaun drauf. Das peppt das Ganze extrem auf. Das ist dann so richtig Landhausstil. Jetzt könnte man die Schale auch schon fast so benutzen, ohne unsere Küken. Und vielleicht einfach nur noch ein Primelchen einstellen. Das wäre jetzt auch noch mal eine Idee. Und dann zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Und zwar möchte ich noch ein paar Federchen einbringen.
Die streue ich einfach so drüber hin. Und dann kommen schon unsere Küken zum Einsatz. Und das liegt dann jetzt bei euch, ob ihr sie festklebt oder ob ihr sagt, nö, das möchte ich jetzt nur zum Ausdekorieren haben, weil ich möchte es gern das ganze Jahr benutzen. Dann legt die Küken einfach nur ein. Hier habe ich nochmal unser Hängeküken in der Eierschale. Das hänge ich mit ein. Deswegen auch unser Busch, den wir hatten. Ein bisschen fester hängen, so. Dann nehme ich nochmal eine Eierschale und klebe die mit hinein. Ruhig noch eine zweite. Vielleicht ein bisschen ausbrechen, vor allen Dingen den Eierstempel wegmachen. Den könnten wir auch mal da oben drauf kleben. So. Und dann noch eine Feder drauf. Da ist jetzt der Kleber innen angegeben. Und dann nehme ich unsere Küken und setze die ganz wild ein. Die haben jetzt nicht alle ein Zierband. Das liegt dann bei euch, wie ihr es macht. Und dann braucht man nicht auch alle Küken innen reinsetzen. Man kann sich dann so ein Tuch, wie ich das hier habe, auf den Tisch dekorieren. Vielleicht noch einen großen Ast davor. Federchen vielleicht auch noch mal in den Baum. Das finde ich immer ganz schön. Das bringt so ein bisschen Leben rein. Und dann können wir auch unsere Eier, die wir zusammen gebastelt haben, jetzt für Ostern vielleicht einhängen. Aber die Küken sind ja nicht eine Deko fürs jetzt nur für Ostern überhaupt, sondern fürs ganze Jahr. Und dann könnten wir auch noch die gehäkelten Blumen, die ich euch gezeigt habe, mit einbringen, wenn man möchte. Und die restlichen Küken, wenn ihr so viele machen wollt, noch davor setzen. Und das war dann mein Vorschlag für euch als etwas größere Bastelidee. Einen Kükenstall, eine Kükenwiese mit unseren frechen kleinen Küken. Die wilden Hühner hatten wir ja schon gebastelt. Die kennt ihr ja. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Liebe Grüße!